geiles Teil. Die Olight M3 XS UT Cheflot Kit kommt hier in diesen Hartschalenkoffer. Es ist ein bisschen Zubehör mit dabei und da klicken wir uns jetzt gleich mal rein und schauen wir uns die Sache genauer an. Auf dem Hartschalenkoffer haben wir schon mal die wichtigsten Daten, die für uns relevant sind. Wir haben hier 1200 Lumen. Wir haben einen Strobo-Effekt mit dabei. Sie soll eine Reichweite von bis zu 1000 Meter haben. Wir benutzen entweder C123er oder 2x18650er Akkus. Sie soll wasserfest sein und 2 Meter fallgeschützt sein. Genau. Auf der Rückseite nochmal die ähnlichen Daten und für was es wohl alles zum Einsatz kommen soll. Also Security, Heimbedarf, Jagd, Selbstverteidigung. Okay, dann machen wir die Box mal auf und schauen wir uns den Spaß von innen an. Im Koffer kommt die Olight sehr sauber gebettet in diesen Schaumstoff eingelegt daher. Als Zubehör haben wir hier ein Ladegerät, das sowohl für 18650er Akkus, für C123er, für AA oder für Dreifach A Batterien geeignet ist, Akkus geeignet ist. Ja, dann hier den Stecker natürlich zum Laden. Ein Verlängerungsstück für die Lampe, komme ich später gleich darauf zu sprechen. Ersatzdichtungsringe und natürlich die Lampe selbst. Und mit genau der beginnen wir natürlich auch, das ist schließlich das Herzstück von dem Ganzen hier. Die Lampe ja, macht einen sehr guten ersten Eindruck. Ich habe es ausgepackt und habe mir gedacht, wow, was für ein Prügel. Und wir haben hier dieses Verlängerungsstück mit dabei. Und das ist ganz sinnvoll einzusetzen, weil in dem Zustand, wie es jetzt ist, ist quasi die Mini-Version, wird die Lampe mit 3 C123er Batterien betrieben. Und man kann hier aber das Verlängerungsstück mit einsetzen. Und dann wird die Lampe mit 2 18650er Akkus betrieben. Dann ist das Ganze hier gleich nochmal ein ganzes Stück größer. Und ja, macht natürlich vielleicht auch gerade für einen Heimbedarf oder so kleiner mal viel mehr her. Ansonsten relativ simpel, hinten ist der Haupt-Ein-Ausschalter und hier vorne schaltet man durch die Modis durch. Da wir jetzt das Adapterstück hier schon aufgeschraubt haben, befüllen wir die Lampe einfach mal mit 2 18650er Akkus, die im Lieferumfang enthalten sind. Hier drin ist natürlich auch ein Dichtungsring, genauso wie im oberen Bereich. Das Ganze ist aus Flugzeugaluminium gefertigt, schließt sehr dicht und sehr zuverlässig. Ich blende euch ja noch einige Szenen ein, was die Wasserdichtigkeit und so weiter betrifft. Insgesamt haben wir 4 Modis. Den Firefly-Effekt, also den ersten und schwächsten Modi, aktiviert man, indem man vorne auf den eigentlichen Modi-Schalter drückt und hinten die Lampe aktiviert. Das ist Firefly. Und der schwächste Modus. Zweiter Modus, dritter Modus und der vierte und stärkste Modus mit 1200 Lumen. Kann man jetzt hier noch nicht ganz so einschätzen, aber da gibt es jetzt dann gleich Video- und Bildmaterial von draußen. Der Hersteller gibt die 4 Modis in folgenden Unterteilungen an. Die höchste Stufe erreicht 1200 Lumen, die mittlere Stufe, also die dritte Stufe, 600 Lumen. Die leichteste Stufe 80 Lumen und der Firefly-Modus mit nur 3 Lumen. Bei den 3 Lumen haben wir eine ungefähre Laufzeit von 360 Stunden, bei 80 Lumen etwa 12 Stunden, im mittleren Modus ca. 1,5 Stunden und im höchsten Modus eine knappe Stunde. Kommt natürlich immer ganz darauf an, welche Batterien das man verwendet, mit wie viel Milliampere. Hier haben wir jetzt 3650 mA. Die Lampe soll bis zu 1000 Meter Reichweite haben, ist aus Flugzeugaluminium gefertigt und entspricht einem IPX8 Standard. Wir haben hier eine Länge von 211 mm und ein Gewicht von ca. 255 Gramm ohne Batterien.
Mir ist nach einiger Zeit in Benutzung aufgefallen, dass die Lampe noch einen sehr coolen Nebeneffekt hat, was in der Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist. Ist nämlich der Akku so dreiviertels leer, mehr die sagen, dann leuchtet hier eine rote LED und man wird quasi vorgewarnt, dass die nächsten paar Minuten der Saft alle ist. Finde ich sehr nützlich und praktisch, haben viele andere Lampen nicht. Von daher gibt es gerne mal einen großen Pluspunkt für dieses Zusatzstück mit dazu. Gut, ich würde sagen, wir haben hier drin genug Zeit verbracht und ich nehme euch jetzt mal mit raus. Wir haben ja draußen über mehrere Tage Verschiedenes mit der Lampe ausprobiert, unterschiedliche Aufnahmen festgehalten und ja, das zeige ich euch jetzt einfach mal, was da alles aufgenommen worden ist und wie wir die Lampe eingesetzt haben. Los geht's! In den ersten Szenen hier war ich mit Manuel auf heimischer Bushcraft-Tour und wir haben hier die Lampe im tiefsten Wald ausreizen und austesten können. Und ja, hier haben schon mal ein paar ganz brauchbare Aufnahmen entstanden, zu was die Lampe imstande ist. Jetzt fahren wir mal in die zweite Stufe mit etwa 600 Lumen und in die dritte Stufe mit etwa 1000 Lumen und jetzt kommt die letzte Stufe mit 1200 Lumen. Das glaube ich kann man jetzt erst richtig ausreizen, wenn wir jetzt mal auf den Aussichtspunkt da oben gehen und einfach mal das ganze Waldstück ausleuchten. Wir sind jetzt bei 600 Lumen, bis da runter haben es gut und gern 150 Meter. 1000 Lumen, 1200 Lumen. So, jetzt steuere ich mal ein bisschen anders hier, ich muss ja bloß aufpassen, weil der Abgrund hier, kann man hier erkennen, da geht es jetzt 60 Meter steil runter. Also da ist schon Vorsicht geboten. So. Manuel, kann man es erkennen auf der Kamera? Ja. Wie gut, dass man hier das komplette Areal ausleuchten kann. Macht schon eine Menge Licht, liegt nicht daran. Gescheit, schon gesehen, ja. Da kannst du schon was anfangen. Nicht zu vergessen, wir haben hier noch den Strobo-Effekt. Zur wow. Als Abwehrfunktion. Als Suchscheinwerfer auf alle Fälle brauchbar. So, wir haben jetzt wieder im Camp und den Modus, den ihr hier jetzt setzt, ist wieder der Firefly-Modus, also der allerniedrigste. Und das reicht vollkommen, um hier das Lager auszuleuchten, wenn man hier Kleinigkeit oder so benötigt. Absolut. Wenn ihr jetzt hier unterm Tarp voll aufdrehen darf, ja, du hast natürlich absolute Fest- und Wohnzimmerbeleuchtung. Also, das ist schon derb, aber das braucht ja draußen. Im Lager braucht es kein Mensch nicht. Also hier reicht der niedrigste Modus überall hier. Einige Tage später war ich mit der Vanessa unterwegs und wir haben die Lampe wieder getestet. Hier im Bereich Wasser und anschließend dann noch, um die Leuchtweite zu demonstrieren, über Felder und unterm Auto fahren. Okay, dann schauen wir mal, was die Wassertauglichkeit betrifft. Ich kann jetzt hier natürlich keinen Langzeittest nicht machen, aber zumindest, dass wir es einmal ja, einigermaßen ausprobiert haben. Also angegeben ist sie, dass sie wasserdicht ist. Dann schauen wir mal, machen wir ein bisschen mehr Licht. Wahnsinn, was die unter Wasser für ein brutales Licht schmeißt. Das ist schon übel. Ha. Schaut euch das mal an. Ist jetzt hier ein bisschen beeinflusst, weil wir leichtes Hochwasser haben und das Wasser ziemlich braun daherkommt zum Teil. Aber macht schon ein sattes Licht. Wahnsinn. Wechseln wir mal die Modis.
können jetzt hier nochmal einen Schwenk übers Ufer machen. Hier jetzt mit der geringsten Leuchtstärke. Die zweite Stufe. Und dritte Stufe mit 1200 Lumen. Beziehungsweise die vierte Stufe. Ich habe jetzt den Firefly-Modus nicht mitgerechnet. Dann noch probieren wir es mal als Scheinwerferersatz. Licht aus. Hier über das Feld haben sie gut und gern 250 Meter und ja, das macht schon ein heftiges Licht. Kann man jetzt vielleicht noch nicht ganz so optimal einschätzen, da wir noch so ein bisschen Dämmerung haben, ein bisschen Restlicht. Aber es reicht auf alle Fälle aus, um hier einen Hasen oder so auf der anderen Seite vom Feld zu erkennen, ohne Probleme. So, wir haben jetzt hier ein bisschen Hintergrundgeräusch, weil ich in der Nähe vom Wasserfall bin. Und hier haben wir jetzt ja, Wald mit ganz viel Feld. Wir haben hier wieder im schwächsten Modus die zweite Stufe und die dritte Stufe. Unglaublich, wie weit das man da sieht. Ich glaube, ein bisschen kann man es erkennen, es reflektiert was. Ich tippe mal auf Reh, zwei Stück. Die Aufnahme mit dem Reh ist in etwa 400 bis 500 Meter vom Fahrzeug weg aufgenommen worden. Unglaubliche Leuchtkraft. Mysteriös. So, heute nochmal andere Stelle, anderes Ufer. Nein, anderes Ufer hört sich blöd. Ihr wisst, was ich meine. Ich wollte den Wassertest nochmal machen. Hier ist nämlich das Wasser wesentlich klarer. Wir sind heute draußen und genießen unser Wochenende. Schickt mal hier mal ein ganz schönes Exemplar von Dackel. Finja. So. Und ich werde die Lampe jetzt hier mal positionieren. Im Wasser. War jetzt toll, wenn der Biber hier auf der Haut hat, gell? Schauen wir mal. Wahnsinn! Schaut euch das mal an, was da Licht fließt. Unglaublich. Das ist dann was für die Star Wars Fans. Aha. Komm mal. Da, wenn jetzt der Fisch vorbeischwimmt, dann kannst du ihn ausweichen. So. Und jetzt schauen wir ein bisschen auf die Uhr. Wir haben es jetzt 21:56. Und ja, das lassen wir jetzt einfach mal so eine 10 Minuten. Haben 10 Minuten realistisch? Ja. Okay. Dann lassen wir das jetzt mal 10 Minuten so im Wasser stehen. Und ja, danach schauen wir, ob sie es übersteht. Aber ich denke schon. So, inzwischen sind 12 Minuten vergangen. Ich nehme es jetzt da nicht so genau, weil das ist ja eher relativ. Aber da fällt sich gar nichts. Ich bin schon begeistert, muss ich jetzt schon ehrlich zugeben. Es ist immer schwierig, Taschenlampen-Reviews zu machen, weil der Markt so unglaublich überschwemmt ist von zigtausend, zum Teil sehr aggressiven chinesischen Herstellern. Das muss man auch dazu sagen. Und wir haben echt lang gezögert, ob man diese U-Light überhaupt vorstellen sollte, ob sie das für uns und auch für unsere Zuschauer überhaupt garantiert. Und ja, ich habe mir jetzt ein bisschen befasst mit dem Hersteller und insbesondere mit der Lampe und das ist geil. Ich bin echt angetan davon, muss ich jetzt schon dazu sagen. Das mache ich jetzt nicht aus irgendwelchen marketingstrategischen Gründen, dass ich da was schere, weil wenn es scheiße ist, dann sage ich es ja. Aber doch, also das Ding glaubt man. Einzig der Preis. Da muss man schon fair bleiben. 200 Euro für Taschenlampen. Da musst du schon ja, ein Spezialist sein, damit du das brauchst. Also. Aber Lichtleistung und Handling, Handhabung und, sagt man total. Ich muss jetzt aufhören, da im Wasser rumzuleuchten, weil das macht so viel Spaß.
Ja, also ich denke, man hat in den Autoaufnahmen sehr gut erkennen können, zu was diese Lampe imstande ist. Mein Fazit in Schulnoten von 1 bis 6 ist eine klassische 2. Verarbeitung, Lichtleistung, Zuverlässigkeit, top. Das einzige Defizit ist für mich einfach für eine Outdoor-Lampe im Bereich Bushcraft, Survival, Trekking, wie auch immer, ist sie fast ein Ticken zu groß. Ich würde sagen, der Einsatzbereich liegt hier Haus und Hof, Security, beruflich irgendwie Objektschutz etc., Militär, Polizei und. So der wirkliche Bushcrafter, Survivaler, wird mit so einer großen Lampe weniger anfangen können. Ist für mich trotzdem sehr brauchbar, also jetzt gerade so für einen Heimbedarf einfach Objekte ausleuchten, was suchen wir immer, gibt es ja tausend Möglichkeiten dafür. Also ich habe definitiv einen Verwendungszweck dafür. Es ist einfach vom Packmaß her, wenn man den Rucksack oder so reinpackt, ist schon eine ganz große Hausnummer, das muss man dazu sagen. Alles in allem muss ich sagen, die Firma Olight ist auch sehr kooperativ und sehr zuvorkommend uns gegenüber gewesen. Ihr wisst selber, der Taschenlampenmarkt ist die letzten zwölf Monate von gewissen Herstellern förmlich überschwemmt und überflutet worden, zum Teil auf eine sehr aggressive und schon fast aufdringliche Art. Das trifft hier bei Olight absolut nicht zu. Wir haben viel Kontakt zur Firma aufgebaut, uns gegenseitig ausgetauscht und hier herrscht ein ganz anderes Klima, wie man hier mit sich gegenseitig umgeht. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich denke, ihr wisst, wie ich das in etwa meine. Also ich muss ja wirklich sagen, auch vom Service her, von der Zusammenarbeit mit Olight, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Toll, dass wir das Ding testen haben dürfen und ja, wird mit Sicherheit oft bei uns zum Einsatz kommen. Man darf ja allerdings nicht vergessen, dass dieses gute Stück knapp 200 Euro kostet. Es gibt genug Taschenlampen-Junkies und Freaks, die wahrscheinlich schon wesentlich mehr in gute und qualitativ hochwertige Taschenlampen investiert haben. Für den Normal-Otto-Verbraucher natürlich 200 Euro für eine Lampe, wohlgemerkt, ja, schon heftig. Ich persönlich würde nicht so viel Geld dafür ausgeben, für eine Lampe, egal von welchem Hersteller. Aber Preis-Leistung ist hier wohl auch gerechtfertigt, wenn man sich diverse andere Produkte anderer Hersteller anschaut, ist sie eigentlich für die Größe, für die Leistung im gesunden Mittelmaß. Ja, das war es soweit auch schon wieder von mir, ich bin schon wieder raus. Mir hat das Ding echt Spaß gemacht zum Testen, zum Vorstellen, darüber ein Video zu machen. Ich finde den Hersteller geil, ich finde das Produkt geil, ich finde die Leistung geil, qualitativ echt hochwertig. Naja, wie gesagt, der Preis ist natürlich so eine Sache, da kann man jetzt drüber streiten, aber auf das will ich gar nicht näher eingehen, weil das liegt nicht in meinem Essen, was andere Leute für Taschenlampen ausgeben wollen. Ja, das war's soweit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt zum Hersteller oder zum Produkt, wie auch immer, entweder uns kontaktieren oder den Hersteller Olight selbst. Alle wichtigen Links unten in der Videobeschreibung. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao für dich.